Schweinfurt. Scheibe fürs Tor gebracht und da schlägt's ein. Hinter Tobias Stefan, Führung für die Eisbären. Das 1:0. Nach etwas mehr als 10 gespielten Minuten. Sofort installiert und das Powerplay trägt Früchte. Wer sagt's denn? Ausgleich, EVZ. 7 Sekunden bloß brauchten die Zuger. Und dann ist auch dieses Powerplay ohne weiteren Treffer verstrichen. Macht nichts. Auch bei 5 gegen 5 können die Zuger scoren. Stahlberg mit dem 2:1. Die Chance auf das 3:1, selbstverständlich. Und da ist es, auf Ansage. 4 Sekunden haben sie diesmal nur gebraucht. Eisbären geschockt, passen nicht auf Marcini. Tor, eiskalt ausgenutzt. Lino Marcini. Gut abgefangen, dieser Pack und das Tor durch Yannick Lennart Albrecht. Das dürfte die Entscheidung sein. 5:1 Zug. Row, schon laufen der Zuger mit dem Tor zum 6:1. Garrett Rowe.